Gibt es ab Mai 2023 einen branchenunabhängigen Mindestlohn von 12,50 €? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich habe gerade eben eine E-Mail bekommen von einem Kunden oder von einem Anfragenden auf Rentenbescheid24.de. Der hat mir mitgeteilt, dass er gelesen habe, dass es wohl ab Mai 2023 einen Mindestlohn von 12,50 € geben soll. Und zwar branchenunabhängig, also ein Anstieg auf um 50 Cent von 12 € auf 12,50 €. Ob denn das stimmt? Meine Damen und Herren, ich habe gerade eben am 6.6.2023 mal im Internet nachgeschaut, ob es tatsächlich einen Anstieg des Mindestlohnes von 12 € auf 12,50 € gegeben hat. Und zwar im Mai 2023. Und das kann ich definitiv verneinen. Es hat bis aktuell 6. Juni 2023 beim branchenunabhängigen Mindestlohn, der für alle gilt, sozusagen keinen Anstieg gegeben. Was wir aber sagen können, ist, dass für knapp 6 Millionen Menschen sich der durchschnittliche Lohn im Mindestlohn gerade wegen der Anhebung des Mindestlohnes auf 12 € doch deutlich erhöht hat. Und das ist eine erfreuliche Nachricht, sodass wir letzten Endes jetzt nur noch abwarten müssen, was die Mindestlohnkommission für das Jahr 2023, 2024 an Mindestlohn branchenunabhängig entscheiden wird. Branchenabhängige Mindestlöhne können deutlich höher sein als die 12 €, das ist klar, und die gibt es auch. Aber der allgemeine Mindestlohn beträgt aktuell am 6.6.2023 immer noch 12 € brutto pro Stunde. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.